Anblick bietet zurzeit unsere Gemüsereihe mit einer bunten Palette an frischem Sommergemüse. Grüntöne in allen Schattierungen kann man sehen, leuchtende Rot oder Gel sind vertreten und laden ein zum Ausprobieren von lustigen Rezepten für jeden Geschmack. Besonders attraktiv, auch für den Armin, sind immer wieder die violetten, eierförmigen Gewächse mit der spiegelglatten Oberfläche. Genau, man kann sie wunderbar vorbereiten, kalt oder warm und heute zum Beispiel als Moussaka, der klassische Spezialität aus Griechenland. Grüezi miteinander. Nicht nur die Zubereitung, auch der Anbau und das Aufziehen von der Aubergine ist interessant. Mehr dazu dann ein bisschen später. Jetzt darf ich unseren Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Studio, Dongua Li. Dongua, hallo. Hallo. Danke fürs Kommen. Dongua, wenn man dir beim Turnen so zuschaut, dann sieht alles so einfach aus. Da muss man sicher wahnsinnig viel trainieren und eine spezielle Ernährung ist sicher auch wichtig. Ich trainiere heute immer noch viel und esse auch sehr viel Gemüse, zum Beispiel Spinat. Genau. Ja. Jetzt habe ich gehört, dass du auch Showauftritte machst. Wo kann man dich denn als nächstes sehen? Nächste Woche bin ich in Bern-Oberland auftreten. Mhm. Und übernächste Woche in Sulz, Kanton Aargau und auch Schafdritte. Das klingt lässig. Bevor du Armin unter die Arme greifst, dann schnell die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Unter welchem Namen ist die Aubergine auch noch bekannt? Als Eierfrucht, als Blaugurke, als Gemüsebombe? Die richtige Antwort gibt es wie gewohnt nach dem Rezept. Die Aubergine rösten und in Scheiben schneiden. Salut, Dongua. Salut. Mit Salz bestreuen und nachher den ausgelaufenen Saft abtopfen. Die Kartoffelschalen ebenfalls in Scheiben schneiden und im Salzwasser 5 Minuten vorkochen. Die Aubergine portionenweise im Olivenöl beidseitig anbraten. Für die Soße Zwiebeln und Knoblauch im Erdnussöl andünsten. Das Hackfleisch dazugeben und anbraten. Mit Belati ablöschen, Tomaten püren, dazugeben, gut mischen und etwas kochen lassen. Während die Soße köchelt, machen wir einen Abstecher in die Region Genf zum grössten Aubergine-Produzenten der Schweiz. Wo die Auberginen vor ein paar Jahren auch bei uns immer bekannter und beliebter geworden sind, haben sich die beiden Gemüsebauern Jean-Michel Pellet und Jean-Luc Pecorini für den Anbau von diesen begehrten Früchten entschlossen. Auberginen sind heikle Pflanzen. Darum werden sie auf robuste Tomatenstecklinge aufgezweigt und sind so weniger anfällig auf Krankheiten. Bewässert wird automatisch mit einem Minimum an Dünger. Und damit sich die Blüten dann auch garantiert in Früchte verwandeln, werden im Gewächshaus extra Befruchtungsbienen ausgesetzt. Ende Juni sind die ersten Auberginen aus Genf dann zum Ernten bereit und ab jetzt also in unseren Läden erhältlich. Zurück zum Rezept und der Moussaka. Wir haben in der Zwischenzeit Bechamelsauce vorbereitet und die erste Lage Auberginen in die Form gelegt. Darüber eine Lage Kartoffeln legen und eine Lage Fleischsauce und so weiter, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Zuletzt Sauce Bechamel drüber geben und glatt streichen. Und wem es hier etwas zu schnell gegangen ist, kann das Rezept auch in der neuen Coop-Zeitung nachlesen. Danke, Armin. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Abgeleitet für eine typische Form heisst die Aubergine bei uns auch Eierfrucht. In diesem Fall hat das Gelskärtchen gewonnen. Dongua, wenn ich dich bitten darf. Ja. Richtig geraten und ein Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgenstock gewonnen hat, Herr Spatte. Gratuliere. Danke. Gratuliere ganz herzlich. Dankeschön. Und der Gucci. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen herzlich bedanken und bei dir danke auch ganz besonders mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Oh, vielen Dank. Cool. Danke. Nicht nur das grosse Gemüseangebot, auch der Blick auf den Kalender zeigt, dass die Ferien vor der Tür stehen. Wer mit dem Auto verreist, findet in unseren Coop- und Hobbymärkten jetzt alles, was das Reisen sicherer und angenehmer macht.
Sie sehen es, ein Besuch im Coppo und Hobbybert lohnt sich. Übrigens nicht nur vor den Ferien. Wer Kind, Enkel oder Gottenkind hat, sollte das nächste Coop-Studio wegen den Tipps zum Schulanfang nicht verpassen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Ich wünsche einen schönen Abend, auf Wiedersehen.